Nee, wir haben angerufen, Sorgentelefon. Kennt ihr das Telekom, Sorgentelefon Ja. für Jugendliche und so? Naja, Kumpel angerufen und so weinerlich halt gesprochen und so und sagt so, ja, ich habe ein Problem, ich werde in der Schule mal gehänselt. So, naja, und sie dann so gefragt, na, warum wirst du gehänselt? Naja, meine Eltern, wenn ich böse war und so bestrafen die mich, dann kriege ich nicht normale zu essen, sondern nur Toffifee. Und dadurch werde ich halt dick. Und aufgrund meiner Körpermaße werde ich halt in der Schule gehänselt. Und die Lehrer fragen mich schon ständig, warum ich statt Pausenbrot halt Toffifee bei habe und so weiter. Aber ich kriege nichts anderes. Wisst ihr, der hat die dann halt total gerollt, so dass er halt nur Toffifee frisst und so weiter. Und sie wollte dann letztendlich, wollte sie dann halt die Telefonnummer von seinen Eltern. Und er hat Rini brüllt, ha, ich hab sie die ganze Zeit verarscht und sie haben mir alle die gelobt, du blöde Schlampe. Und hat dann aufgelegt. Ja, und irgendwann ja, hab's denn das Sorgentelefon nicht mehr oder ja, hat eine alte andere Nummer gekriegt. Oder das gab mal eine Annonce in der Zeitung, dass man sich das Jesus-Video gratis bestellen kann, denn aber regelmäßig Besuch von den Zeugen Jehovas kriegt und so eine Kacke. Naja, und das gab in unserer Klasse, den konnte keiner leiden. Marco Jeckel, weiß ich bis heute noch. Für den haben wir das Video bestellt. Auch Und haben halt Termine ausgemacht, dass halt die Zeugen Jehovas regelmäßig zu ihm kommen. Denn, und nur so eine Kacke und haben dann halt auf seinen Namen Pizza bestellt, haben Annoncen auf jeden, dass er halt, also Gratis-Annoncen, wir haben so eine Zeitung, die finanziert sie aus Werbung, so Gratis-Annoncen, dass er halt eine geile, also sieht, er ein geiles Weib ist, was geile Stecher ab 40 sucht und dann haben da ständig irgendwelche älteren Herren angerufen und haben zu seiner Mutter halt gesagt, dass die seine Mutter vögeln wollen, weil sie dachten, er, das ist das Weib und so weiter. Und ja, war ein bisschen böse gewesen. Oder schwarz mit Moped fahren, mitten in der Stadt. Ich wohne ja kurz vor Berlin, ja. Von Kumpel, der Opa, in Urlaub gefahren und hat einen Simi-Roller. Und wir, oh, fahren, Alter, schön den quietschgelben DDR-Helm aufgesetzt, ruf auf die Möhre und losgefahren. Der hatte aber so ein kaputtes Knie, so ein steifes Bein und der hatte so eine spezielle Gangschaltung, nicht so normal, sondern du musstest statt nach hinten nach vorne drücken, und das wussten wir aber nicht. Nur der erste Gang war nach vorne, der Rest, nur der erste Gang war nach hinten. Die anderen wären nach vorne gewesen, so. Naja, wir fahren und Rico immer nur im ersten gefahren und so, oh geil, CJ fahr mal auch, also Christian haben sie gesagt, weil war ja eh noch meine Klasse. Ich so, ja, ich hab den Bock, ich hab den angeschmissen, losgefahren. Ich wollte natürlich King Dingeling rein und wollte halt noch ein bisschen weiterfahren. Hab aber den zweiten Gang nicht drin gekriegt, war immer nur der Leerlauf drinne. Und die scheiß Karre heult ja denn so auf, kennt er ja sicherlich. Naja, boom, ich, oh, wir den ersten drin gemacht und das Ding gleich wieder losgezogen wie sonst was. So, und dann kommt da hinten bei uns so eine Brücke und da kannst du nicht drunter durchfahren, da ist eine Wand. Und ich wollte eigentlich da drehen. Aber ich wusste nicht, wie man bei einem Moped bremst. Also mit der Fußbremse. Und ich bin immer weiter auf die Mauer drauf zugefahren und wusste nicht, was ich machen sollte. Bin dann irgendwann in Panik ausgebrochen, habe die Vorderbremse gezogen und bin einfach auf den Rasen raufgebrettert und habe mich dann Salto langgeschmissen. gemacht. Nee, Ich dachte, du ich bist so lag auf die unter Wand von den auch vorgefahren Simi-Roller. und dann mit der Handbremse so übers Moped mit dem Kopf gegen die Wand, ey, so bäm. Ja, genau, ich Ich krieg gedacht. auch. Also das, so eine So Aktion hatten wir Salto auch übers Moped. durch. Oder wir haben Taxis und Pizza bestellt, abends um 1 für den Nachbar eingegangen, haben uns dann in eine Hecke versteckt und haben abgefeiert, wie die Taxifahrer mal gesagt haben, das ist ein Windei, das ist ein Windei. Und wir machen, was für ein Windei? Wir wissen, weil war ja Verarsche. Und die Nachbarn schon, wenn das nächste Taxi kommt, ich raste aus, dann rufe ich hier die Bullen, weil der hat irgendwie Nachtschicht oder was, oder Frühschicht oder irgend so Kacke, wollte pennen. Und da hat ein Taxi nach dem anderen geklingelt, ihr Taxi ist da. Weißt du, oder Pizza und was nicht alle da kam. Wir haben Blumensträuße für die bestellt. Da kamen die nachts um 2 mit Blumensträuße. Echt, Alter. Ja, wir haben nur Kacke gemacht. Echt, Alter. Aber merkt euch das nicht alle. Nicht, dass ihr morgen anfängt hier zum Wochenende und euer Nachbar kriegt nur noch Blumensträuße. Das ist nicht so gut.